Willkommen wieder zurück, Leute, zu A Link Between Worlds. Ein finales Ziel ist auf der Karte markiert, Schloss Lowrul, aber da wollen wir noch gar nicht hin. Wir wollen natürlich die letzten Herzteile uns noch holen und was wir sonst so verpasst haben, das ist aber nicht besonders viel, das werden wir wahrscheinlich in einem Part unterbekommen, das sehen wir einfach mal, ja. Und dann ist das große Finale auch schon kurz vor der Tür, ja. Hier haben wir damals nicht das Herz da mitgenommen. Das haben wir nur in Hyrule gemacht. Ach, guck mal, 7777. Na, da kann man doch nur Glück haben, oder? Also gut. 114 Rubine war der Rekord. Na, dann sehen wir doch mal, ob wir das überbieten können. Okay. Das sieht ganz gut aus. Aber auch noch nicht super berauschend. Ah, ein 20er ist sehr, sehr gut. Oh, da ist noch ein 20er. Ja, damit. Wir müssen uns allmählich mal auf den Weg machen, oder? Ja, es wäre vielleicht besser. Ich glaube, ich kann auch noch ein bisschen warten. Na, ich hätte vielleicht noch die Zeit ein bisschen nutzen sollen. Sehen wir doch mal, wie es da so aussieht. Ergebnis. Oh, das war tatsächlich noch einiges an Restzeit. Das hätte knapper sein können. Ah, okay, nee, dann passt alles. Okay, sehr gut. Ha, mich doch ein bisschen verschätzt diesmal, aber egal. Ein neuer Rekord, toll. Unglaublich. Hier, nimm schon, hast es dir verdient. Sehr schön. Ja, haben wir es trotzdem direkt mitgenommen. Das war auch das einzige Ziel. Von daher alles perfekt. Wunderbar. Rubine brauche ich nun wirklich keine mehr. Wobei, naja. Gleich werde ich eine ganze Menge ausgeben. Denn eine Sache haben wir uns nicht angeguckt. Nämlich diese Höhle hier. Wir haben nur den Eingang freigelegt. Aber hier müssen wir jede Menge Rubine spenden. Möchtest du Rubine in die Quelle werfen? Jo. Man muss hier richtig, richtig viel reincashen. Leute. Oh Gott, ja. Nochmal 200. Und wir sehen eine kleine Fee. Ein kleines Zeichen meines Dankes. Nett. Und nochmal 200. Ja, das ist jetzt eine ganz kostspielige Angelegenheit. Immer wieder vielen Dank. Die große Rubinfee. Die nicht einfach nur unser Geld will. Aber wir sehen, dass hier eine Feenquelle entsteht. Und für das, was wir noch vorhaben, könnten ein paar Feen sicherlich auch nicht verkehrt sein. Immer wieder vielen Dank. Denn wenn man den Ausdauerkampf jetzt auch nicht unbedingt trainiert hat, glaube ich schon, dass es die ein oder andere Schwierigkeit geben wird. Wenn wir schon dabei sind, ja, fangen wir uns doch gleich mal ein paar, oder? Ach so, oh. Nein, komm hierher, alles klar. Verdammt, warum kann man da auch nicht reingehen? Was soll das? Was soll das? So, und weiter geht's. Ich weiß gar nicht mehr, was hier zum Schluss die Belohnung war. Großzügigkeit erfüllt ihr Herz. Schön. Sie hat wahrscheinlich nur die Dollarzeichen in den Augen, beziehungsweise Rubinzeichen. Und wird größer und größer. Aber es ist tatsächlich ein bisschen langwierig, das Ganze. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was man bekam, ehrlich gesagt. Ob sich das wirklich gelohnt hat, aber... Ich meine, wie gesagt, an Geld mangelt es uns so oder so nicht. Wir sehen auf jeden Fall, sie ist nochmal ein Stückchen größer geworden. Und ja, das ist eine sehr teure Angelegenheit. Ich weiß nicht mehr, wie viel es insgesamt war. Aber es war auf jeden Fall eine ganz schön große Menge. Irgendwann muss es aber aufhören. Jetzt ist aber auch mal gut, ja? Unfassbar. Hier, nochmal 200. Na? Hab ich da irgendwas verwechselt? Nee, ist nochmal eine mehr geworden, oder? Nicht, dass es gar nichts bringt. Aber doch, das sieht nochmal größer aus. Bitte bleib dieser Quelle treu. Doch, doch, ist auf jeden Fall gewachsen, das ist klar. Bleib dieser Quelle treu. Jetzt sind es auf einmal vier Feen. Sagt mir jetzt aber nicht, dass ich einfach immer mehr Feen spawne. Weil ich könnte auch einfach rausgehen und nochmal rein und dann mir die Feen schnappen. Aber gut. Leute. Oh, das ist echt ein bisschen ätzend, oder? Hätten schon machen können, ja, schmeiß mal 2000 rein oder keine Ahnung. Das ist eine sehr langwierige Angelegenheit, zudem sie einen jedes Mal heilt, auch wenn man volle Herzen hat. Zumindest das hätten sie rauscutten können, dass wenn man volle Herzen hat, dass sie einen halt nicht mehr heilt. Dass es einfach ein bisschen schneller vonstatten geht. Oder kennt ihr das, wenn einfach mal in Videospielen irgendwas so richtig unnötig gestreckt ist? Das ist wieder genau sowas. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber... Tatsächlich stört mich sowas immer. Ein bisschen. Ich mag es nicht besonders.
Na schade. Wir bleiben deiner Quelle schon treu, aber bitte, du brauchst uns nicht immer zu heilen, ja? Ist in Ordnung. Also hier, 200. Nochmal. Dank deiner Hilfe bin ich schon so viel größer geworden. Bitte nimm diese Flasche, möge sie auf deinen Abenteuern hilfreich sein. Ah, dann war es die letzte Flasche. Sieh mal eine an. Cool. Dann hat sich die Sache auf jeden Fall gelohnt. Bin ich doch sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Dann können wir sogar noch eine extra einpacken. Jo. Ach so, stimmt ja, wir hatten dann doch gar nicht ganz voll. Na dann. Okay, also damit sollten wir wirklich gut versorgt sein. Krass, Leute, richtig krass. Ja, das ist ja sicherlich mitbekommen haben am Rande. Ja, ich habe ja das Achievement mit den Hühnern in der Tat geschafft. Weiß gar nicht. Kann es sein, dass ich beim Part davor noch irgendwas gesagt habe, wie ich weiß nicht, ob ich das noch mache oder so, oder nur meinen Rekord geschert habe bis dahin, aber da hatte ich dann schon vorproduziert und dann habe ich dazwischen es irgendwie geschafft über die Nacht und wollte es natürlich so schnell wie möglich hochladen. Richtig krass auf jeden Fall. Endlich mal ein Achievement, was so fast niemand hat jedenfalls. Ein sehr, sehr rares Achievement. Also ich bin mir relativ sicher, dass es um einiges seltener ist als die 900 Crocs zum Beispiel. Die werden wahrscheinlich noch mehr Leute haben, als diesen Hühnerhagel so lange zu überstehen. Und das macht mich gerade glücklich. Aber gut, Leute. Das wird richtig heftig. Hallo, hereinspaziert. Auf dich habe ich gewartet. Du kannst jetzt sogar den 200-Rubine-Kurs auswählen. Sportstudio war gestern. Na, was sagst du? Alles klar. Super, etwas anderes hätte ich von einem Helden wie dir auch nicht erwartet. Dann los. Der 200-Rubine-Kurs geht bis zum 15. Stock. Jede Menge Trainingspartner gibt's auch. Und die 200 Rubine sind für mich. Oh, die gute Musik wieder. Hier entlang, zeig ihnen, wer hier der Trainer ist. Jawohl, das werden wir tun. Oder wir werden es zumindest probieren. Es geht los, Start. Wow, krass, ey, richtig cool. Das war so klar, ne? Oh, ärgerlich. Bisschen schade gerade, aber gut. Ja, weg mit euch. Ja, die größte Wirbelattacke, super. Und ich glaube, so ungefähr das, was man in der Mitte sieht, das ist auch so der Radius. Ah, verdammt. Genau in dem Moment ist das ärgerlich. Okay, gehen wir einfach weiter. Kein Grund zur Panik. Genau deswegen ist der Tornado-Stab eine super Sache. Ich glaube, hier lohnt sich die große Wirbelattacke nicht, weil man unglaublich weit zurückgeschleudert wird bei den Dingern, wenn man die einsetzen sollte. Was hast du denn da oben gemacht? Schade, hat mich nur einer getroffen. Ja, snipt euch gegenseitig weg. Tschüss. Könnt ihr auch machen. Das geht schon auch. Ja. Und weiter. Immer weiter, ja? Das ist ein bisschen erbarmungsloser, glaube ich, was jetzt kommt. So. Die Dinger sind nämlich sehr nervig. Da wechsle ich lieber, ganz im Ernst. Bringt uns, glaube ich, ein bisschen mehr. Ah. Lol. Okay, es geht aber auch so sehr, sehr gut, muss man sagen. Ist vielleicht sogar etwas sicherer. Sehr schön. Joa. Man muss ja nicht immer super schnell sein. Es macht nur mehr Spaß, wenn man mal super schnell ist. Nein, nein, nein. Oh, verdammt. Der Raum ist böse. Das ist richtig böse. Er ist generell super schwer einschätzbar. Auf grüner Rüstung. Gegen solche Dinger. Nein. Oh Gott. Man bewegt sich hier so ultra langsam, ne? Da kannst du auch nicht wirklich mit der großen Wirbelattacke leider reinstürmen. Das geht genauso wenig. Sehr, sehr bitter.
gerade noch das Schild benutzt, ey, in der letzten Sekunde. Okay, alles klar. Oh, goddammit. Gerade so rein. Das ging schnell. Aber gut. Kein Grund zur Panik. Wir sind gut in der Zeit. Glaube ich. Und der braucht auch nur zwei Hits. Ja, hier hätte man vielleicht auch noch die große Wirbelattacke mal kurz aufladen können, zumindest. Ja. Achso, das war's schon. Oh. Na dann, passt ja alles. Ausgezeichnet. Aber das war ja nicht die letzte Stufe. Ausgezeichnet. Hättest auch die große Wirbelattacke nutzen können zum Einsammeln. Egal. Yeah, sehr schön. Ja, wir sollten auch nicht so viel Zeit verbrauchen, kommt mir gerade. Eben, weil ich glaube, das zählt immer noch, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Willkommen zurück. So was bringt nur ein Spitzenathlet wie du. Dieses Mal hast du 2.13 gebraucht. Wenn du diese Zeit verbesserst, gebe ich dir ein paar extra Rubine, also trainier hart. Da du diesen Kurs gerade zum ersten Mal absolviert hast, rate mal. Genau, du bekommst einen Preis. Yes, Leute, es ist es. Das ist das letzte Herzteil. Da du diesen Kurs absolviert hast, kannst du jetzt außerdem den 300-Rubine-Kurs auswählen. Dieser Kurs hat unglaubliche 50 Stockwerke. Mehr kann auch ein wahrer Held nicht verlangen. Ein Versuch kostet dich gerade mal 300 Rubine. Das kannst du dir nicht entgehen lassen. Komm bald wieder vorbei. Regelmäßiges Training ist der Schlüssel zum Erfolg. Auf Wiedersehen, Sportsfreund. Ja, guckt's euch an. Plopp, da ist es auch schon. Sehr schön. Genial. Jetzt haben wir die Herzleiste komplett voll. Richtig cool. Wartet mal ganz kurz. Komme ich denn am schnellsten dort zu dem der Feenquelle nochmal hin? Gibt's irgendeinen in der Nähe? Ich glaube nicht, oder? Nicht in Low Rule. Ich würde mal Schattenwelt sagen, aber das ist natürlich falsch. Und Irene möchte schon mal, dass wir uns um Yuga kümmern hier. Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Gedulde dich ein bisschen, Irene. Ja, es müsste auch gehen, ne? Nur, dass wir kurz noch mal was einpacken, weil... Ich bin jetzt hier schon mal gestorben. Wobei, gut, auch gegen ziemlich unfaire Feinde, muss man sagen. Der Frau mit den... Mit den 4 Hinoxen mit Schneebällen. Hinoxe mit Schneebälle sind halt super seltsam vom Muster einfach teilweise. Dann wirst du festgefroren und kommst halt sehr schwer raus, wenn es mehrere sind. Deswegen ist die eine Stelle am Todesberg, finde ich, auch eine der schwersten tatsächlich. Die ist in dem LP ganz gut geglückt, erstaunlicherweise. Aber manche ihre... Probleme und kriegen richtig viel Verlust. Aber ja, es war ein stabiler Ausdauerkampf erstmal, würde ich sagen. Dafür, dass wir im Heldenmodus auf grüner Rüstung sind, ja. Weil auch da gilt das Gleiche, auch Speedrunner werden dort ganz gerne mal getroffen. Relativ skill-based der Ausdauerkampf insgesamt, aber er hat es halt gewaltig in sich. Ich speichere mal ganz kurz. Dann können wir gleich mal weitermachen. Sehr schön. Okay. Ja, ich nehme mal wieder das Übliche. Weiß nicht, wie man der hier anfängt. Hereinspaziert, Sportsfreund. Bin mal gespannt. Bravo, den Mumm hat nicht jeder. Dann los! Der 300-Rubine-Kurs hat 50 Stockwerke, also kannst du nach Herzenslust trainieren. Und die 300 Rubine sind für mich. Oh ja, das wird jetzt lustig. Hier entlang, zeig ihm wieder Champion das Nacht. Ah! Verzeihung, Verzeihung, ich habe da noch was vergessen. Zurückkommen ist bisher... Keiner zurückgekommen, mein Gott. Niemand, Leute, niemand hat es hier geschafft. Ja, von wegen. Aber ja, ihr seht schon, warum ich die große Wirbelattacke unbedingt haben wollte. Genau aus solchen Gründen. Das macht man, glaube ich, auf die altmodische Art. Sehr schön. Oh, come on. Verdammt. Ist ausgerechnet auf mich gedroppt. Das ist ein bisschen bedauerlich gerade. War schon so voreilig an der Tür gestanden. Der flieht erstmal. Hilfe. Nein. Dieser Wahnsinnige. Ja. Das war ein bisschen Overkill für die eine, aber egal. Da will man wieder das Teil vernünftig nutzen. Passiert sowas. Das waren noch sehr viele.
So. Immer weiter durch. Weg mit euch. Oh, verdammt. Diese Spawns manchmal, ne? Die muss man wissen, auswendig. Das ist ein bisschen doof. Wenn man das nicht weiß, dann sind natürlich leicht rein, ist klar. Immer mit der Geduld hier. Man sieht es eigentlich auch an den Schatten, ne? Was? Was war das denn jetzt? Als ob ich dich berührt habe, so ein Blödsinn. Einfach ins Auge so gestochen, so plopp. Ah, so ganz langsam. Ich hätte aber auch direkt den Stab einsetzen sollen. Nicht erst die große Wirbelattacke, aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Eine kleine Ebene zum Heilen. Warum nicht? Ja, schön. Gerade noch ausgewichen. Jetzt sind wir wieder auf rutschigen Ebenen unterwegs. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Oh, come on. Oh, die machen so viel Schaden. Dass der jetzt da reingerannt ist, ne? Oh. Das war tatsächlich sehr ätzend. Einmal, es war gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Es war so klar, dass die da irgendwas spawnt. Oh, in mir drin, die spawnen ständig in mir drin, das ist der Wahnsinn. So ärgerlich, dass so viele in mir drin gespawnt sind. Das ist die ganze Zeit jetzt schon beim blöden Turm hier passiert. Okay, das hier geht wiederum etwas besser. Ich glaube, bei der großen Wirbelattacke kann man nicht, ja. Man kann nicht mehr auf diese Distanz hier elektrisiert werden. Geht schlichtweg nicht. Was zum? Was ist da rausgefallen? Lol. Das ist gerade einfach übelst weit nach unten geschleudert, WTF. Okay. Das hier ist auch ein bisschen unschön. Ich sorge mal dafür, dass die runtergehen. Mit dem Radius hier kann ich ganz gut arbeiten. Sehr schön. So brauche ich mich gar nicht erst einen Angriff auszusetzen. Was? Och, verdammt. Da hat das dann sich gelöst. Zu schnell. Aber kein Grund zur Panik. Nein. Oh, verdammt. Diese blöde Wirbelattacke, ne? Ich krieg die Krise. Ah. Jetzt hat er mich reingehauen, das gibt's doch nicht. Fies! Ah, gut, das war's dann. Nur gerade so weit genug, dass ich noch getroffen wurde. Leider keine Zeit mehr gehabt. Ja, und da haben wir auch wieder jetzt das Problem mit der Eisfläche einfach. Darf man nicht unterschätzen, die macht viel aus. Okay, alles klar. So, Ebene 19, alles klar. Ich find's krass, wenn man die auch noch so schön abfangen kann, tatsächlich. Das ist wirklich entspannt, quasi. Nope. Oh nein, nicht schon wieder. Immer diese plötzlichen Spawns, ne? Die machen mich tatsächlich etwas wahnsinnig. Jetzt habe ich leider keinen Schwertstrahl mehr.
Oh nein. Natürlich, der eine bleibt natürlich übrig. Was soll es auch sonst sein? Ah, gut. Dafür nichts verloren. Das ist wesentlich wichtiger. Da kommt der Bait. Uah. Oh, lol. Das hat gut geklappt. Den habe ich tatsächlich noch im Range gehabt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Moldorms, Vorsicht. Die schnellen Lilanen vor allem sind schon ein bisschen nerviger. Okay, ich glaube, da sollten wir ganz gut durchkommen, oder? Joa. Kein Grund zur Panik. Alles gut soweit. Sehr schön. Wunderbar. Das war ein guter Raum. Braucht immer so ein bisschen Konzentration natürlich dabei. Wow, wow, wow. Vorsicht, Kollege. Ja. Das geklappt, wunderbar. Oh boy, Leunen. Ah, geh einfach weg. Nein! Oh, ich dachte, das ist ja schon... Oh, verdammt. Goddammit. Jetzt hat er sich einfach noch nicht gerührt. Ich dachte, er hat ungefähr zeitgleich angefangen. Nope. Geduld, Geduld, Geduld. Dann geht's auch. So, ein Herz kriegen wir noch hier. Auf Ebene 29. Oh, das gibt es nicht. Einfach, manchmal sind die Spawns hier schon echt mies, was? Und da kannst du leider nichts machen. Zumindest wüsste ich nicht spontan, wie man es anders machen sollte. Hier fließen Spawns, ne? Okay. Das war die Ebene anscheinend auch schon, alles klar. Man sieht leider so gut wie gar nichts. Irgendwo muss er sein. Okay, man hat's gehört, alles klar. Oh oh. Ups. Oh mein Gott, das war verdammt knapp. Alles klar. Wir sollten vielleicht lieber mal die Lampe hier anschmeißen. Ja. Was haben wir denn da noch so? Ach so, stimmt ja. Die Dinger legen ja Bomben. Okay, alles klar. Dunkle Ebenen. Gut, das sollte nicht so schlimm sein. Jo. Easy. Alles klar. Was mache ich denn? Gott. Oh Gott. Einfach voll die falsche Richtung gerade. Alles klar. Gut. Sachte, sachte. Gehen wir nochmal kurz der Feuersäule ausweichen. Das war ein Fehler. Oh Gott. So ein Raum. Oh, ich kann nichts machen. Das ist echt ärgerlich. Jetzt haben sie mich halt an die Wand bekommen. So eine ähnliche Situation wie im Diebesversteck. Da kannst du auch relativ wenig dann machen. Das ist fast sogar noch schlimmer. Oh Gott. Unmöglich. Den Raum haben wir uns komplett verbaut. Da komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Das ist unmöglich, glaube ich. Ja, keine Chance. Alles One-Hit, instant. Das war so klar.
Oh, wie ärgerlich. Muss eigentlich fortsetzen. Verlieren kann ich eh nichts mehr. Oh, wie, ich hab's erwischt, wie? Ja, ja. Der liegt da erstmal so entspannt. Da muss ich ja doch noch einen Part extra dafür, glaube ich, nehmen dann. Ein bisschen schade. Aber kein Problem. Brauch nur ein bisschen... Ja, sei es Training. Der Raum halt übelst verbaut. Jetzt hat er uns so viele Feen einfach direkt gekostet. Du bist halt immer instant tot mit einer Fee. Du bist halt sofort instant tot. Du kannst nichts mehr machen. Da habe ich mich einfach völlig verschätzt. Ich dachte, das wäre ein anderer Raum. Gerade irgendwie so. Hat er im Kopf irgendwas mit so einem Typen, der halt auch wieder so einen Morgenstern dabei hat. Um ehrlich zu sein. Dachte ich, das wäre jetzt der Raum. Und hab da irgendwas durcheinander gebracht. Ich wusste gar nicht mehr, dass so ein Raum überhaupt vorkam. Sehr bitter. Weil sonst ging der ja eigentlich ganz gut, ne? Dass man im Heldenmodus auf grüner Rüstung hier und da mal eine Fee einsetzen muss, ist, glaube ich, normal. Wenn man das Spiel nicht unbedingt trainiert, ja. Dann ist das natürlich was anderes. Man muss natürlich auch immer berücksichtigen, vor dem RP habe ich A Link Between Worlds jahrelang nicht gespielt, ja. Das waren vielleicht 3 Jahre oder was weiß ich, wo ich es nicht mehr gespielt habe, also seht mir das nach, ja. Ich sag's euch. Aber guck, da ist die dicke Bertha. Immer noch genial. Jetzt hat man die Animation mal schön im LP gesehen mit Sound. Das war mir auch eigentlich sogar noch wichtig. Aber gut, dann halt nochmal den Turm und ja, dann wird das schon ganz gut klappen. Jetzt weiß ich zudem einige Ebenen direkt schon, was mich erwartet. Und ich werde bei den Spawns etwas vorsichtiger sein. Mich mittiger halten. Sodass ich halt nicht in Gegnern drin spawne. Weil ich glaube, den meisten Schaden habe ich witzigerweise nur dadurch bekommen, dass ich in Gegnern gespawnt bin. Bis auf den einen Leunen. Der hat mich noch blöd erwischt, aber ansonsten, ja. Die Leunen sind gar nicht schwer, da musst du nur geduldig sein und dann runterstoßen. Das ist im Prinzip alles. Aber ja, wie auch immer. Ich werde mal ein paar Feen krallen und dann mache ich den halt nochmal. Dann geht's aber auch schon nach Schloss Lowrul, versprochen. Also, das wird safe nur noch ein Part sein, ja? Bis wir dann nach Lowrul, also nach Schloss Lowrul gehen. Keine Sorge, Leute. Aber wie auch immer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis bald.